Frenkel Fortset. Heute. Let's play Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbär, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich leite nur kurz ein und verschwinde dann kurz, weil ich das Babyphone holen muss. Ja, am Steuer. Endlich überholt. Am Steuer. Am Steuer. Gott. Am Steuer meine Frau Mone. Sag hallo, Mone. Hallo, Mone. Auf dem Weg nach Great Britain. Und ich gehe jetzt mal kurz das Babyphone holen. Ja, und Mama. In der Zwischenzeit muss ich leider alleine euch unterhalten. Ich sag gar nichts. Das wird mal eine richtig schöne, ruhige, entspannte Fahrt. Ne? Ohne diesen hektischen Harald, der mich total kirre macht, ja, der Schiss hat um seinen Truck, ja, den er so aufgepimpt hat, aufgepimpt. Ja, dabei habe ich das doch alles im Griff. Hä? Ist er schon wieder. Und? Zusammengeplärt? Wieso trinkst du jetzt von meinem Glas? Ich glaube, du spinnst. Weil du arbeitest? Und keine Zeit hast zum Trinken. Ich glaube, jetzt geht's los, ey. Du hast in der ersten Folge dieses neuen Durchgangs gesagt, ich soll dir helfen. Also, trinke ich dein Zeug. Ja, ja, warte nur ab. Ich werde dir dann auch schon helfen. Wirst schon sehen, wie ich dir dann helfe. Du kannst übrigens auf M drücken. Nee, kann ich nicht. Wenn du zwischendurch mal wieder schauen willst, wie weit du schon bist. Ja. Aha. Kann man sich da nicht beamen? Kann ich nicht einen Unfall haben und die können mich abschleppen oder in irgendeine Werkstatt? Kann man nicht ein bisschen behumsen? Ich glaube, das ist so fies gemacht, dass sie dich immer zurückfahren. Ich kann doch jetzt hier nicht 3 Stunden hocken und da bis nach Inselaffenhausen fahren. Nein, wir machen dazwischen ja dann wieder eine Pause. Aber du musst das schon jetzt alleine durchstehen. Mir fällt auch nichts ein zu erzählen. Ich habe einen steifen Arm und überhaupt... Also rechts mit der Maus, weil die da... Das ist, huh! Was ist denn jetzt los? Ah, nein! Was war das denn? Oben, unten. Hast du irgendeinen Unfall gebaut? Nein, aber fast. Das hat so gewackelt. Ja, ich weiß. Weil man muss dazu sagen, wir haben ja nur Sound für den Fahrer. Sonst gäbe das nämlich im Ton ein Feedback, oder wie heißt das? Eine Doppelung? Wie heißt denn das? Heißt ja gar nicht Feedback, oder? Keine Ahnung. Bin ich der Tonchef oder du? Wie hieß denn das nochmal? Ja, so eine Doppelung. Ja, aber da gibt's doch, Echo, Echo, hallo, da gibt's doch einen Fachbegriff. Hallo. Ja, den werden die Leute schon drunter natürlich schreiben. Natürlich schreiben die den drunter. Deswegen sage ich das ja so, damit sich gleich irgendwie 2 oder 3 12-Jährige wieder geil fühlen, weil sie es über Google schneller googeln und da drunter schreiben. Ja, los, macht mal. Schneller, jetzt, hopp. Jetzt, hopp. Moment, die wissen ja gar nicht, wo Google ist meistens. Doch, das wissen die schon. Echt? Ja. Naja. Komm, jetzt erzähl mal was. Ich muss mich mal entspannen. Ja, was soll ich dir jetzt erzählen? Ja, du bist Beifahrer. Du hast Zeit. Machen wir jetzt einfach mal eine stille Minute? Ja, das möchte ich sehen. Du und eine stille Minute. Ich lach mich tot. Navi! 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 Naja, Stummfilme waren ja auch ganz erfolgreich früher. Ja, da gab's aber dann Klaviereinlagen. Kann man ja nachher noch einspielen. Das können wir den Leuten nicht antun. Ich kann hier ja jetzt nicht rumschweigen. Hä? So, was können wir denn noch quatschen? Navi! Weihnachten und so hatten wir ja schon und Smart Smalöer auch. Das macht doch nichts, das kannst du doch noch ein drittes Mal erzählen. Ja, es gibt ja so Geschichten, ne? Vorsicht! Was denn? Du kannst doch nicht mit 230 da runterbrettern. Geht ja eh nicht, so viel schnell kann der doch gar nicht fahren, es macht dich mal nicht nervös. Hallo, hast du gesehen, wie lahm der da vor dir war? Ja, war halt eine Oma drin oder ein Opa oder Druller oder irgend sowas. Naja, zwischendurch musst du schon mal M drücken. Ob du vielleicht so ein Viertel schon hast? Ja, ein Drittel sogar schon. Was ist denn die gepunktete Linie? Muss ich da was machen? Nee, da musst du nichts machen. Deswegen ist es schon gar nicht mehr so weit. Jawollo! Das ist die Überfahrt. Die Fähre? Und das geht von Amsterdam weg, glaube ich. Geht nicht mehr weg? Ja, mit Escape. Sag's halt.
Ich sehe, glaube ich, gerade, dass es dann von Amsterdam weggeht. Und das wäre das erste Mal, ja, dass man die Fähre zu Gesicht bekommt. Es ist immer, ja, habe ich das so schlau eingefädelt. Ja, toller Zufall. Schlau eingeschädelt, habe ich das. Feliz Navidad. Das ist ein scheiß Lied, ey. Aber du fährst doch keine 50 oder so, oder? Feliz Navidad. Warum? Bist du sicher, dass du auf W drückst? Ich habe keine Ahnung, wo ich drauf drücke. Ja. Wo muss ich denn hin? Gerade aus, ne? Du fährst gerade mal 56 km/h. Ja. Was war denn da? Jetzt hat's aber gerumpelt. Ja, ich weiß nicht warum. Ja, weil du nicht auf den, in den Außenspiegel geguckt hast, weil du wahrscheinlich ein Auto gerammt hast, weil jetzt Menschen tot sind. Ach, dann hätte es viel mehr gerumpelt. Mit dem LKW? Nee. Also ich habe jetzt mehrmals auf W gedrückt, du musst ja? Nicht mehrmals drauf drücken, sondern kontinuierlich. Ja, mach ich doch, siehst jetzt du doch. Jetzt fährst du ja auch schon 80. Du bist gerade bis die ganze Zeit 50 gefahren. Ja, weil du rumgenölt hast, weil du Schiss gehabt hast, ich so langsam fahren. Das hat ja auch gerumpelt. Ja. Man muss natürlich jetzt noch zwei Folgen einparken. Muss man noch einrechnen? Zwei Folgen haben wir jetzt schon gemacht. Dann noch zwei bis dorthin. 3, 5, 6, 1 gemerkt. Also ich schätze mal, 6 Folgen werden das wohl werden. Nix da. Ich werde das Ding einparken und dann steige ich aus und dann ist Schicht im Schacht. Ende Gelände. Aus dem Aus. Gähnt das schon? Nein, aber ich... Guck mal, eine Tankstelle! Ja, ich meine ja nur, weil da könnte man nämlich pausieren. Nein, du siehst doch, ob ich müde bin oder nicht. Wenn du pausierst, ich sehe es nicht, nö. Man hört es, wenn er gähnt. Ach, da hätte ich jetzt rausfahren können, ne? Ich meine, ich könnte ne? jetzt schauen. Also, nächste Pause in 4 Stunden. Und das heißt? Das sind keine Echtzeit-4 Stunden. Ich weiß, ach was. Jetzt wird's dunkel, jetzt hätte ich echt pennen können. Nein, ich glaube, wenn du jetzt schläfst, ist es dunkel, wenn du aufwachst, weil der pennt, glaube ich, immer 9 Stunden, habe ich gehört. Ach so. Habe ich gelesen von meinem Mod-Spezialisten Darcy Hochstein. Darcy forever. Der mir immer Tipps gibt in Sachen Mods und der hat gemeint, dass man eben 9 Stunden schläft. Das kann ja wohl gar nicht sein. Ein LKW-Fahrer, der 9 Stunden am Stück schläft, das gibt's doch gar nicht. Echt, ey, Mensch, Darcy, mach halt mit. Ich sag noch, aber nee. Hast du irgendwas gemacht? Nein. Ja, keinen Unfall bauen, bitte. Oh, du lenkst mich ab. Ist noch weit, sind wir endlich da. Ich muss aufs Klo, ich hab Hunger, Durst. Ja, du musst einfach nur auf M drücken. Schon wieder, aber da hat sich doch nichts getan, oder? Ja. Das ist geil. In Bremen wärst du jetzt schon 3-mal, hab ich gerade gesehen. Ja. Naja, wäre ja auch langweilig, oder? Und ich glaube, auf der Fähre schläft man auch automatisch, was beim Zug, beim Autozug nicht der Fall ist. Sag mal, aber bestimmt schlecht, oder? Fähre ist fies. Ich war da mal, ja. Habe ich aber schon erzählt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es erzählt habe. Deswegen erzähle ich es jetzt nicht nochmal. Schön für dich. So, jetzt kann ich ja mal rüberziehen, ne? Der Kollege hinter mir Gott. Ist ja schon weg. Siehst du mal, was ich für ein Profi bin, ja, willst du mal eine andere Perspektive fahren? Nein, vielleicht? Jetzt habe so ich... So zur Abwechslung? Nein! Dass die Zuschauer mal ein bisschen was davon haben? Nein, will ich nicht. Nein. Willst du vielleicht ein bisschen weiter runterschauen? Nein! Oh, hörst du auf! Wieder hoch! Da, du könntest da ein bisschen mit dem Spiegel ja ein bisschen gucken, du. Das wäre doch nicht schlecht. Ja, ein bisschen hoch. Na, dann siehst du den Spiegel doch nicht. Ich will aber nicht so viel Lenkrad sehen. So ist gut. Schopp! Wieder runter. So ist gut. Ja. So ist gut. So. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hör auf, sonst kriege ich Ärger mit der GEMA. Ach so, aber das sing doch ich. Ja, und? Ja, das ist aber wenn dann wenn es die mein... Autoerkennung von YouTube irgendwie erkennt, dann Bumsfallera. Wir singen Bumsfallera. Was ist das rechts hier überhaupt? Das ist das... Ist es Holland? Ich kann nicht hinschauen. Wir sind schon in Holland, hast du gesehen? Offenbar. Ja. Da war eine Windmühle. Eine Windmühle. Und das, wie heißen die Dinger? Krachten? Nee. Ist auch so Krachten. Was war denn Krachten nochmal? Trachten weiß ich. Was war denn Krachten? Krachten war doch auch irgendwas mit Holland. Ach, es gibt holländische Tomaten, Tulpen aus Holland. Sind die Holländer im Winter eigentlich arg deprimiert? Ja. Warum? Weil da kein Gras wächst. Ja. Weil sie kein Gras sehen, wollte ich sagen, ne? Ach so. Naja. Dasselbe, oder? Mann, haben wir uns jetzt gerade wieder ganz schnell einen tollen Witz ausgedacht. Ja. 2 blöde, ein Gedanke. Den haben wir wirklich uns ausgedacht. Naja, wir sind halt Hamdi Damdi, ne? Not und Elend. Ja, Pest und Cholera. Hinz und Kunz. Clever und smart. Heile und Hallelore. Möb, verloren. Ja. Asterix und Obelix.
Jetzt ist mir die andere Singer-Songwriter-Truppe nicht eingefallen, die zwei. Sonny und immer Cher. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Sonny und Cher. Oh Gott. Was denn? Was tust du? Oh, guck mal, die haben gelbe Schilder. Ja. Ich war noch nie in Holland, aber in Dänemark war ich schon. Da ist das Nutella sehr teuer. Ich glaube, in Holland wohnen die Menschen mit der größten Durchschnittskörpergröße, glaube ich. Ist das so? Ja, ja. Und ja. Wen interessiert das? Oder ist? Zumindest in Europa oder so. Keine Ahnung, fällt mir nur gerade so ein, habe ich gedacht. Du bist ein Holland. Muss ich mal ein bisschen klug scheißen, ja. Wenn ich so ein Schmarren und schon mal weiß, ohne irgendwie zu googeln, einfach so aus dem Kopf. Gut, das kann sich natürlich mittlerweile schon wieder geändert haben, aber die waren, glaube ich, im Schnitt irgendwie 5 cm größer als der Durchschnitt, der menschliche. Pass auf, da ist links ein Auto! Ja, der muss aufpassen, er überholt mich! Nein, der muss nicht aufpassen, weil du Blöder zahlst. Penner. Du zahlst. Ja, nee, du zahlst. Ja, ich zahle. Ja, was ist, wenn ich jetzt einen Krampf im Finger kriege links? Dann kriege ich irgendwie dann kriege ich einen Herzanfall. Ach, das wollen wir natürlich nicht, ne, Leute? Nein. Da dachte ich, da ist ein grüner Mond. So, pass mal auf, da kommen jetzt wieder Betten. Jetzt ist die Frage, ob du mal anhältst oder nicht. Schauen wir mal kurz. In 3 Stunden. Nee, komm, da kommst du bis zur Fähre. Na klar. Und dann schläfst du in der Fähre. Jawohl, drück mal M. Dann schauen wir mal. M wie Meere? Ja, das muss doch jetzt mal irgendwann mal abgehen hier. Oder? Muss ich tanken eigentlich? Nee, ist auch noch mehr als die Hälfte drin. Das ist ja der Wahnsinn, ja, weil ich fahre nämlich sehr, vorausschauend. Hoch, also ne, den Gang schnell hochgeschalten, damit er nicht so hochtourig fährt und du so. Du schaltest überhaupt nicht, das ist Automatik. Was Doch, erzählst du Kopf, für einen Quatsch in meinem hier? In Kopf schalte ich. Und das merkt der Truck. Klar? Sagen Sie, die Mone redet so komisch. Hast du vorher irgendwie Pilze geraucht oder was? Was Nein. ist denn los? Ich habe Sushi gegessen. Vielleicht war damit was nicht in Ordnung. Nicht so schnell. Hallo? Ja, ich bremse ja schon. Es geht nicht besser. Weich aus! Hallo! Ja! Warum bist du nicht ausgewichen? Das ging nicht. Du hast doch links Platz gehabt. Wo muss ich denn jetzt lang? Ja, weiterfahren. Da einfach ungebremst mal so reingedonnert. Ich hab gebremst. Du hättest aber doch nach links ausweichen können. Wo ist eigentlich die Handbremse nochmal? Auf Space, aber du hättest doch... Vorbei. Hätte. Warum hast du das nicht gemacht? Ich wollte, es ging nicht. Das ist mein Truck. Es ging nicht. Sind alle Lichter vorne kaputt dann. Nein. Das war doch nur die Seite. Ich war auch noch nie bei der Fähre. Ich weiß auch nicht, was jetzt da genau kommt. Ich hab Angst, wahrscheinlich muss ich millimetergenau mich irgendwo einparken. Weil auf der Fähre kein Platz ist. Ich hab Angst. Ja, zu Recht. Ach, sind wir endlich da? Das kann ja nicht mehr so weit sein jetzt, ne? Dreck! Übrigens, die ganzen Schimpfwörter, der Harald von mir, ne? Ich lach mich tot. Mein Schüler gewesen. Ich lach mich tot. Das ist so schön, wenn er sich aufregt. Ja. Ne, Schatz? Ich reg mich doch gar nicht. Na. Ich habe mich betäubt. Ja. Anders könnte ich das hier doch gar nicht ertragen. Und der irgendwie für eine Kacke zusammen. Ich muss wieder bremsen, ne? Du musst dann bremsen, wenn ein Auffahrunfall droht. So wie vorhin. Ah? Ja. Sind wir jetzt endlich da, Herrgott, nochmal? Fix. Also weit ist es, glaube ich, nimmer. Ja, weit ist relativ. Was ist denn weit? Oh, ein Flugzeug. Schau mal, da landet ein Flugzeug. Das sieht ja aus, als ob es abstürzt. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Total super. Das hast du bestimmt vorher noch nie gesehen. Kannst du mich mal ein wenig massieren? Mir tut's kurz weh. Nee, du musst jetzt durch. Das ist die harte Arbeit eines Truckers. Das ist mir Bimbelpups völlig Wurst. Ich bin kein Trucker. Das gehört dazu. Ich bin nicht mal ein Tucker-Trucker. Das wird alles mitsimuliert. Das machst du doch fast sogar gut. Ich finde auch, du kannst mich ruhig mal loben. Genau, du bist ja nur vorhin voll drauf gefahren. Ja, der hat eine Vollbremsung hingelegt. Ah, Quatsch. Da ja nichts dazu. Guck mal, da fährt ein Flugzeug über die Brücke. Ja, geil. Schliedert. Sieht echt komisch aus. So, da jetzt müssen wir ja langsam zur Fähre kommen. Das ist sehr witzig, weil wir nähern uns... du hast die Feststellbremse gezogen. Ja. Wir nähern uns... So ist er lose, ne? Hoffentlich der Fähre... So ist er los. Mann! Ah! So langsam brauchst du es auch nicht fahren.
Ja, wir sind am Ende dieser Episode und wir werden erst in der nächsten erfahren, ob es Moni schafft, die Fähre zu besteigen. Wenn es euch gefallen hat, trotz des Unfalls, für den sie eine Rüge verdient hat, ja. Lasst mir ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye und auf Wiedersehen. Bumpidi, bye, bye.